Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Während ich das Let's Play starte, fährt direkt mal der Facelift hier neben mir los. Sehr gut. Ja, willkommen. Wir befinden uns heute auf der Karte Blankwitz. Ja, danke schön, lieber Facelift GÜ. Oh, hier ploppt ein Menschen weg und wieder hin. Sehr gut. Das muss so. Ja, wir fahren heute mal auf der Stadtbuslinie 28. In Blankwitz selber. Dafür habe ich mir heute mal ein etwas längeres Gefährt geholt, und zwar den MAN-Buszug aus dem München-Addon. Den haben wir ja schon mal auf München gefahren. Woanders glaube ich noch nicht, wenn ich richtig informiert bin über mich selber. Ja. Ich vor allem habe Blankwitz an zwei Kreuzungen umgebaut, sodass man da jetzt auch mit sämtlichen normalen Fahrzeugen rumkommt. ja, Autismus kickt. Sprachen deren Bubble, wer weiß. Mit dabei ist der Paul. Hallo. Der ist im Zweifelsfall auch verlinkt, wenn ich dran denke. So. Nö. Ja. Nicht wundern, Omsi ist heute etwas leiser. Eben als ich den Bus gestartet habe und diese paar Meter vorgezogen bin, sind meine Ohren explodiert. Weil ja, der Motorsound plötzlich lauter ist, als ich ihn vorher mal in Erinnerung hatte. Naja. Wir begeben uns mal nach drin. Ja. Den Bus kennt man ja bisher. Bereits. Nicht bisher. Oh, diese fancy Glasdach. Ja, Glasdach. Alter, sag mal, was ist denn heute los? Sprachenlernen Bubble. Luki ist natürlich auch dabei. Hallo. Natürlich, hallo. Ach, du bist auch mal wieder da. Was heißt denn mal wieder? Ja, kaum hört der Let's Play ist ja da. Ja. Ja, richtig. Texturieren lernen Bubble. Nee, Blender. Hallo? Blender. Für die Textur gibt's eine Abmahnung. Ich glaube auch. Aber. Ja. Ich ruf gleich mal Jens an. Aber die Stangen sind jetzt anscheinend hier richtig. Okay, hier ist mal so ein komisches Gedöns dran. Was weiß ich warum. Ich hab. Das ist nee, wahrscheinlich. Das würde ich sagen, ist ein Haltebot. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, solche, die du bei Straßenbahnen öfter bei Türen siehst. Stimmt, ja. Aber dafür ist das ein bisschen. Die Textur passt nicht so ganz. Würde ich behaupten. Und mir kommt vor, bei den Türen fehlen noch immer die Haltestellen. Ja, aber nein. So. Nö. Oh, scheiße. Warte kurz, ich such sie raus. Ich such sie raus. Alter. Oh, das gut, ist das ja immer. Aus dem Tod ab. Piep. Inits sind toll. Ah, cool, hier ist keine Taste, aber ich kann piepen. Piep. Das ist lustig. So. ja, vorbereitet wie eh und je. Geben Sie ein. Ach so, nee, ich hab mit dir 187. Ja, nee, nicht direkt. Was machen wir da nun? Guck, geh in den Ordner, geh in die Scripts und nimm die Comp-Const-File. Ja, das dachte ich mir auch. Warte, ich bin doch jetzt dabei. Meine Güte. Comp. Mann. 27.914. Kommt noch so eine Scheiße. 67213. 67203. Perfekt, so mit dem 13. Mensch, guck mal, Zahlen aus dem Kopf gewusst, so. Aus, ja. So. Ich muss mal hier 00 eingeben. Okay, ja, ist gut gerät, Alter. Ich drücke auf okay, er macht so. Ja, was willst du denn hier? Hallo? Du musst davor noch eine 0 machen. Nö. Boah, es ist kalt hier, wie im Kühlschrank. Hätte ja sein können. Ja, ist zu kalt. Alter, ist gut jetzt. Was kommt da denn? Oh, ein. Das ist sicher Schiwi. Nee, das ist die Weser-Ems-Bus. Die Weser-Ems-Bus. Ich glaube auch. Gesellschaft. Was weiß ich. Fernsehen. Mit weißen Sitzen. das muss so. Ja, bei mir ist gar kein Bus da. Sehr der gut. Fällt auch in. Oh ja, ich fahr schon in einer halben Minute ab. In einer halben Minute?
Ja, wie spät hast du? 8:39. Ja, perfekt. Ich habe 14 nach 40 oder so. Lass mal 14 nach 45 stellen. Ich habe 14, 41, 42. Ja, das passt schon. Perfekt. So. Ja. Hallo. Dann, Warum ist denn jetzt die dritte Tür auf? Motor an? Ja, nee, ist sie gar nicht. Hä? Türen zu. Alter, ist das so ein Abfahrtspiepen? Eine Türfreigabe links ist. Servus. So, ich fahr da mal vor. Und mit den. So. Ich hol mir die Kontakt. Was Türfreigabe links? Hörst du Kaffee erlaubt in Albus oder was? Ich fahr, ja, ich fahr. C1er. Schön, C1er. Also ach so, den Citaro G. Ja, genau. Der Solobus wäre ja langweilig, Luki. Das kann ja. Ja, jeder. Natürlich. Also. Ja. Eigentlich hätte da ein Capacity drauf gehört. Mit den tollen, innovationellen Sounds von Jens. Ich hoffe, dass jetzt keiner an der Ampel kommt. Da steht bei mir einer. Das hast du nicht von da aus keine Chance rum. Mach doch grün, da vorne kommt einer. Ah, bei mir ist keiner da. Ajo, oh, meine Fahrertür ist noch offen. Ah. Es war schön. Hä? Ja, erstmal am Bordstein. Ah, super. Mit dem Anhänger. Toll, Tarek. Ah, perfekt. 10 von 10. Anhänger bewegt sich super mit. Dankeschön für nichts. Toll. Ich bin die Kiste noch nie gefahren. Kurze Frage, was ist das für eine Leuchte? Haltung? Ich weiß nicht. Nee, das ist, wenn du. Wenn du einen Nothammer aus deiner Halterung nimmst, dann fängt das an zu leuchten. Heißt, das hat irgendwer deinen Nothammer geklaut. Ich glaube, cool, also das heißt, ich dauerhaft mindestens einen Nothammer zu wenig. Ja, richtig. Super. Ich glaube auch irgendwie. Du bist da für einen also, Leuchtmelder, what the fuck? Ja. Alter, vor allem, weil sich das sicher ein Fahrer dafür interessieren wird. Mein Nothammer wurde geklaut, jetzt gehe ich erstmal durch. Das juckt halt einfach gar keinen. Erstmal anfunken. Ich bitte direkt Polizei, Festplatte auswerten lassen. Ja, klar. Mein Nothammer wurde geklaut. Jedes Mal, wenn der Nothammer geklaut wurde, werden die letzten 50 Sekunden oder so vom Videoband direkt an die Leitstelle. Direkt ja, Polizei, aber direkt keine Ahnung, Status, erstmal Überfalltaster. Ich weiß immer nicht, wo man hier halt. Achso, ich muss ja selber weiterschalten, ne? Ja, natürlich. Ah ja, du hast ja. Das ist modern so. Fahre ich vorne oder hinten? Was weiß ich. Ich glaube innen. Ja, wir halten. Jetzt halten wir innen so. Also da. Nicht an der Straße, so. Warum vorne oder hinten? What the fuck? Ja Richtung Lernen-Bubble. So. Wir werden übrigens natürlich nicht dafür bezahlt, hier die ganze Zeit den Namen Bubble zu nennen. Bubble. Alter. So, bleib doch da vorne stehen. So, jetzt ist komm Frage. Doch schon. Ja, toll. Was hat denn der für einen Wendekreis? Hä? Was? Alter. Sorry, aber... Also die Kiste ist so ein bisschen wie Ramadan, feiere ich nicht. Ich hab nur drauf gewartet, dass er den mal im... Ich hab nur so, jetzt gewartet. Aber. Hier, komm. So. Jetzt reicht's dann auch mal wieder mit den... Kiste steht. Oh, die Leute gehen sogar zum Anhänger. Das ist ja so. Ja, natürlich, wir haben ja einen Dummy-Terminus. Ah, perfekt. Die Tür geht erstmal so. Oh, die Orte steht doch super da! Warte mal, ich will mir das mal erst angucken. Lukis Lachen ist mal wieder am Limit. Ja, ich weiß nicht. Man hat es mittlerweile geschafft, die Matrix da reinzubauen. Hinten. Oh, da ist eine Matrix drin. Cool. Ja, die soll da auch sein. Die war da nicht immer drin. Ach so. Toll. Also, ich hab ihn zwar, aber ich bin noch nicht. Ja, einer war halt mal bei uns. Ey, guck mal, das funktioniert. Warte mal, das funktioniert im Solobus, glaube ich, schon immer. Ja, hier, immer noch nicht. Toll. Gut, danke für nichts. 10 vor 10. Gierig. Ich merke, fehlerfrei ist die Kiste auf jeden Fall. Oh ja. Also, mach mal Warnblinker an.
Wenn dem Motor, deine Motorkontrollleuchte wird's dir danken. Ah. Aha. Ah ja. Erstmal Warnblinker generiert erstmal die Störung. Ja, ist ja fast. Ich fühle mich wie in einem Solaris. Bei dem machst du die Fahrerklima an und kriegst Störung im Gelenk. Ach, das Video. Ja. Das war lustig. Das war ja perfekt. Das haben wir nur so zufällig mitbekommen. Also es war halt Sommer, es war halt relativ warm. Ich schalt auch immer so zufällig. Dingens wollte halt. Ja, aber er wollte halt Dingens nicht die Fahrradklima anmachen, so. Mhm. Und dann plötzlich so rote Fehlermeldung im Display, gelbe Fehlermeldung, keine Ahnung. All möglichen Scheiß. Braune Fehlermeldung. Umgemappt, was weiß ich. Braune Fehlermeldung. Ah, so, ja, hier die Kreuzung haben wir zum Beispiel umgebaut. Oder habe ich zum Beispiel umgebaut. Sodass man hier im Normalfall auch rumkommt. Im Normalfall. Wenn es sich lenken würde, während man lenkt und man eigentlich quasi fast auf den Strand fährt. Ah, guck mal, ich komme sogar hier mit dem Gerät rum. Ich hab mir mit da. Also, ihr müsst wissen, Tarek ist höchst intelligent. Er schaut sich teilweise auch ganze Abende lang Videos über der Gerät an. Der Olle nämlich. Alter, warte mal. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer von dem Chef im Geschäft. Und er schneidet das dünne Fleisch schweißfrei. Alter. Ihr müsst wissen, wir haben total nicht mehr, gesorgt. Also wir haben nicht mehr unbedingt die normale Uhrzeit. Also so tagsüber nicht mehr so. Die unnormale Uhrzeit. Also für mich ist ja, das genau die Uhrzeit, wo ich wachse und gedeihe. Also ich habe absolut den Faden mitten im Satz verloren, was ich sagen will. Ah, perfekt, hinten will keiner raus. Ich merke, die Haltestelle ist für. Ja, bleibt doch an der Haltestelle. Aber das ist voll das innovative Haltestellenhäuschen, das braucht Jens unbedingt. Ich glaube auch. Das ist tatsächlich Alter. Cool. Jetzt ist hinter mir die Feuerwehr nicht. Jetzt piept ihr mir die ganze Zeit. Ah ja, die Feuerwehr piept mir die Ohren. Ah ja, nee, ist da. Die Feuerwehr, die piept. Ring! Ja, meine Feuerwehr piept. Ring! Blaulicht unterdrückt. Oh Mann. Ey, also die Folge war es dann schon wieder. Oh das ja, die ist schon. Oh ja. Ich will den Titel gar nicht wissen. Es ist irgendwie sicher dann der Gerät piept oder so. Also. Ich glaube, der Gerät piept, Ring, Döner unterdrückt oder so. Döner unterdrückt. Junge. Mein Gerät piept. Der Gerät piept. Rechte unterdrückt. Oh. Töner unterdrückt. Sowas wird nicht wieder nur der Öse witzig. Ja. Fahr doch, du Otto! Mann. Das könnte jetzt sein. Alter, ich. Hopp! Fährt die ganze Zeit 10 Zentimeter. Oh, chillt doch mal eure Füße, Alter. Ja, wenn der Krankenwagen nicht vorbei will, dann ist eng. Ja, das Ding ist, irgendwie scheint die fünfte Tür keine Türverzögerung zu haben. Also so lichtschrankenmäßig und so. Ja, drück mal auf. Ja, die geht direkt wieder zu. Huch. Wir können das ja mal vergleichen. Huch. Ich könnte die Türfreigabe geben. Jetzt habe ich ein Auto abgeräumt. Du bist ein Lügner. Jetzt hat sie Verzögerung. Hä? Alter, der hat die. Vielleicht hat das wirklich was mit der Lichtschranke. Aber guck mal, wenn ich die nochmal aufdrücke, dann funktioniert das. Aber wenn die Fahrgäste das machen, funktioniert das nicht. Ja. Dann denkt er sich wahrscheinlich, jetzt bist du aus meiner Lichtschranke draußen, jetzt mach ich gleich zu. Ich glaube auch. Mein Name ist Jens. Übrigens sehr interessant, hier drin eskaliert der Motor.
Draußen klingt er wie im Leerlauf. Ja, das heißt, dass die Kiste immer noch keine Außensounds hat oder ziemlich beschissen. Doch, also sie hatten, also sie, ja doch, die Kiste hat mittlerweile welche, aber... Sprachen lernen, Bubble. Ja, nee, sie war komplett richtig. Sie fährt Zwangsbremsung. Ja, go, Strottel. So. Alter. Deutsch lernen ist schwierig. Na, passt eh, passt eh. Passt Tefka. Ich fand diesen Einwand mit Tefka ziemlich okay. Ah. Ja, ja, guck, da ist wieder so ein typischer Jens. Oh, Moment. Das geht jetzt nicht. Ja, warum denn? Was? Warte mal. Alter, ich... Warum? Excuse me, what the fuck? Fährt er durch mich durch? Ja, spaßt. Ja, ich habe die Kollisionen aus. A wegen der Gerät und B wegen der Gerät. Nee, und keine Ahnung. C wegen Jens. Ich dachte mir, das ist besser. Wenn wir mit ohne Kollision fahren. Wenn wir mit ohne Kollision, ja! Ja, gut so. Ja, ich bin des Deutschen mächtig und kann mit der Sprache auch sehr gefühlvoll umgehen. Oh ja. Also, du bist kein geringerer als Johann Wolfgang von Goethe. Ich glaube auch. Alter. Deswegen bin ich auch auf dem Goethe-Gymnasium. Alter, scheiße. Ja, komm. Ah. Ja. Ja, komm. Nee. Wie heißt eigentlich das Gymnasium Riedingborn? Das braucht einen Namen. Das heißt Gymnasium Riedingborn. Wow. Riedingborn. Ich hab schon wieder vergessen weiterzuschalten. Jenser Gymnasium wahrscheinlich. Ich war Jens. Aber die Schulstraße, Kirche. Nee, das hat doch. Hat das ich nicht gebaut? Tarek? Ja, ich wollte nehmen. Ja. Die ganze Kachel ist komplett mein Werk. Oder Kacheln? Ich glaube, es sind zwei Kacheln. Ah, Bremsen. Dann nennen wir es das Gymnasium zum Abdullah. Zum Abdullah? Ja, zum Abdullah, nee, ist klar. Gymnasium Zum Tor. Gymnasium Deutschlehrer. Ja, also wenn die Kinder auf dem Gymnasium so gut Deutsch können wie du, dann werden da öfter Ausbildungen im Jahrestag C2 hinfahren müssen. Ach, guck mal, wenn ich weit genug durchfahre, dann passt das fast. Warum auch immer hier Grünzeug ist, aber... Ja, sie geht erstmal durch die Botanik. Pause haben wir eigentlich. Ach du Scheiße, 14 Minuten, ja. Also es ist wie so ein Sonntagsumlauf auf der 66. Nee, da hast du mehr, da hast du 4. Ja, da hast du 22 hatte ich heute. 22 sogar, ne? 22. Nur? Nur. Ja, das Ding ist, vorher hattest du halt mit der 66, wenn du in Hochtann geendet hast, immer 0 Minuten Pause gehabt. Mhm. Und bei dem Fahrgastaufkommen hattest du meistens so um die 5 Minuten Verspätung. Und das war voll für den Arsch. Bist du mit 5 Minuten angekommen, mit 7 wieder weggefahren, so. Dann nutzt du nochmal durch die Innenstadt. Bisschen schnell. Bisschen. Nee, also die 22 Minuten die passen. Da kann man auch gut ausspannen. Ich mach mal das ist auch gut für die Fahrerkarte. Vielleicht dann der Schiff. Ah, da kommt ein Bus entgegen. Moin, Facelift Car. Moin, Tiet. Ja. Was gibt's hier eigentlich alles für Ziele? Ich habe jetzt einfach mal 42 genommen, kein Zustieg. Ich kenne die. Boah, erstmal dran vorbei halt. Ja, ich ziehe schon wieder die ganze Karre durch den Dreck, Alter. Das, obwohl ich sie eigentlich nicht durch den Dreck ziehen sollte, oder? Was weiß ich. Hast du weitergeschaltet? Nein. Mein Gerät macht das von selbst. Ich hab... Mein Gerät. Mein Gerät. Er hat nicht der Gerät, er hat mein Gerät. Ja. So, Motor aus. Oh, ja, super, da vorbeigefahren. Ach so. Wollten ihn hinten aussteigen, gut. Wo ist mein Gegenkurs eigentlich? Der kommt ja entgegen, wenn du hochfährst. In der Kurve ist er mir entgegengekommen. Das ist ja nett. Also eine. Ja, ich weiß. Total.
Du musst ewig lang runterscrollen. Scrollen? Scrollen. Ich hab keine Klicken. Das ist jetzt schon geschehen oder muss ich das noch selber machen? Nö. Inids sind toll. Sag nie was gegen ein Inid. Es piept auf jeden Fall lustig. Das kann auch lustiger piepen. Ich finde das schade, dass es hier zum Beispiel kein Bitte abfahren gibt. Ich weiß nicht, gibt's das in München? Natürlich. Okay. Ich warte ja schon auf den Gegenkurs. Irvine. Ja, bei mir waren 10G Irvines. Ich fand das sehr lustig. Gut. Ich dachte mir, hier so die Berge hoch. Luki, dein Einsatz. Nur das Ding ist, also ja, A, dass er schwarze Texturen hat, ist halt ein bisschen bescheiden. Aber ich dachte mir, das ist eigentlich ganz lustig, wenn hier die Erdgasbusse die Berge hochjagen. Und so. Ja, ich muss jetzt nicht durchfahren, weil es sonst keinen Sinn hat. Senseless. Sensei. Im Parkplatz ständig, Sensei. Sensei Tarik. 14 Minuten Pause. Also außerhalb von YouTube, das muss man nehmen, muss man ihn immer mit Sensei oder ihrer Exzellenz anreden. Oder eure königliche Hoheit. Das ist mir auch. Ja, gegeben. Nee, wobei das auch nur an wirklich hoch angesehenen Festtagen ist. Hoch angesehenen Festtagen, Alter. Wie mache ich das am blödesten? Blödesheim. Ich fahre durch und diesen Fall durch. Mache hier einmal komplett auf den Bordstein rauf. Und lasse erstmal meinen so. Anhänger in der Botanik stehen. Ich hoffe, dass ich jetzt komplett in der Botanik stehe. Vorne, sowohl vorne als auch hinten. Juhu, ich hab's geschafft. Herzlichen Glückwunsch. So, wundervoll. Wir sind da und wir fahren nochmal zurück, weil wir sind so lustig.